So, da sind wir wieder an einem neuen, wunderschönen Tag und wir haben noch das komplette Inventar voll. Das machen wir erstmal. Oh, Post. Oje. Genau, ich würde dir gerne ein paar Informationen über das nächste Event geben. Das Fest des Wintersterns oder so. Es ist eine Zeit für die Gemeinde, um zusammenzukommen und an all das Gute zu denken, das zurückliegt im letzten Jahr. Eine schöne Tradition oder eine der favorisierten Traditionen, es ist immer so schwer, ein richtiges Wort dafür zu finden, ist eine der besten Traditionen, ist es, dass geheime Geschenke vergeben. Irgendwer in der Stadt wird zufällig für jemanden anders ausgewählt. Am Tag des Festivals bringt dir da ein schönes Geschenk für den geheimen Freund mit und schenkt ihm irgendwas Besonderes. Dieses Jahr ist sein Favorite George. Oh Gott, das war der Alte, ne? Aber erzähl's jemandem. Das Fest wird am 25. Von 10 Uhr abends bis 2 Uhr nachmittags auf dem Town Square abgehalten. Ich sehe dich dann, ne? 25. Das heißt, wir haben noch eine Woche Zeit. Für Bürgermeister Lewis, für George, okay, warte mal. Wir gucken mal, Social, George, ja, das war der Alte. Oh, was mag denn der? Warte mal, ich habe doch hier mein schlaues Bildchen, wo ist denn das hier? George, hier, der mag Leaks und irgendwas anderes und Honig. Mit Honig kann ich arbeiten. Ja, am liebsten halt Leaks. Haben wir noch Leaks? Warte mal, ich guck mal in die Frühlingskiste. Frühlingskiste? Ist das nicht die Frühlingskiste? Das ist die Herbstkiste. Das hier ist die Sommerkiste. Das ist die Frühlingskiste. Wir haben natürlich keine Leaks mehr. Doch, wir haben Leaks. Okay. Alles gut. Kein Problem. Warte mal, ich nehme mal gleich eine raus. Pack die hier rein. Ist das die Geschenkebox? Ja, das ist die Geschenkebox. Ne? So. So, was schmelzen wir denn jetzt? Am besten wieder Quarz, würde ich sagen. So, und hier kommt das rein, das rein, das und das und das. 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 Steine kommen anders. Okay. Hier das, das und die Bomben und... Ach, verdammt, siehst du schon vergessen. Das Cave Carrots und die Winter Roots kommen in den Kühlschrank. Hier will ich mal eben ordnen. Das noch rein. Na, die Körper kennen nicht. Genau. So. Dann würde ich nämlich heute auch mal wieder ein bisschen Zeit damit verbringen, nicht in die Mine zu gehen, sondern mich wieder dafür auszurüsten. Das heißt, Pflanzen sammeln, also Pflanzen wie Wurzeln. Oh, meine braven Hühner haben alle große Eier gelegt. Das ist lieb von euch. Nein. So. Hab ich schon? Ja. Gestreichelt habe ich euch alle schon. Okay. So. Haben die schon gesammelt? Ja, die haben wir schon gesammelt. Pine Tar. Brauchen wir das noch für irgendwas? Ich guck mal eben. Spring Crops wahrscheinlich nicht. Bulletin Board Chef's Bundle. Braucht er Pine Tar? Nee. Zurück. Nein. Drei. Sie bräuchte Red Mushrooms, Aquamarine, Sea Urchin, Red Cabbage, Sunflowers, Duckfell. Okay, das war das Einzige, was problematisch wird, aber der Rest geht eigentlich. Field Research, Chub ist auch leicht zu beschaffen und der braucht auch noch ein Purple Mushroom. Okay. So.
Haben wir sowas nicht noch? Wir haben zwei Purple Mushrooms und wir haben auch ein Zeug eigentlich. Warte mal, ich werde mal Aquamarin, Aquamarin. Ja, haben wir. So, warte mal, was brauchen wir denn noch? Ja, ist okay. Baldetim. Was ist denn im Pantry? Ach so, das sind die Crops, okay. Wir haben bloß noch die beiden offen, okay. Enchant das Bundle. Ein Rabbit's Food. Oh Gott, wo kriege ich das denn her? Pomegranate. Ja, ein Granatapfel ist das. Wein haben wir. Oak Reason braucht er, okay. Wisst ihr, was ich noch mache? Ich pflanze mal eben noch ein paar andere Bäume. Pinien haben wir. Maples und Acorns. Genau, ich pflanze dann einfach mal hier die Maples. Und die Acorns. Da. Ich glaube, das sieht gut aus so. Warte mal, dann können wir auch mal hier die ganzen die Dinger sammeln. So. Das hier auch. Braucht nämlich kein Mensch das Zeug und hier komme ich nicht durch. So, das kommt da rein und dann fangen wir mal mit wieder Eisen zu schmelzen. So, genau, die Acorns kommen da rein. Mayonnaise müssen wir noch verkaufen. So. Gut, dann gehe ich mal in die Quarry. Um dort mal ein bisschen nach Dings zu graben. Ah ja, toll, da waren Steine drin. Und ein Prehistoric Tool. Kennen wir das schon? Ja, das kennen wir schon. Okay, das können wir verkaufen. Quarry. So. Gucken wir mal. Klar, Clay nehmen wir auch mit, wenn wir schon kriegen, ne? Und den Stein graben wir jetzt einfach mal rum, weil brauchen wir eh nicht. Genau, die Snow Yams kriegen wir auch noch. Naja, dann kommt noch was zum Verkaufen bei rum. Ist doch auch nicht schlecht. Genau, ich würde gerne wieder auf 20 Roots Pattern kommen. Ich glaube, 2 Winter Roots haben wir. Das heißt, wir brauchen noch 20 Winter Roots. Und 20, 18. Oh, das wollte ich nicht. Naja, geht doch eigentlich gar nicht so schlecht voran. Und 18 Cave Carrots. Ich glaube, die Cave Carrots werden schwieriger zu besorgen sein. Genau, machen wir einfach mal hier weiter. Ich glaube. Nee, geht immer noch schneller. Hm? 14?
Ist doch schon mal gar nicht so schlecht. Gut, dann machen wir mal hier weiter. Zwar so. 6 Stück noch. Das kriegen wir doch wohl hin, oder? Obwohl es schon ein bisschen eng werden könnte. Es wird verdammt eng. Das wird vielleicht echt erst die Steine wegmachen. Na gut, ich sag mal, wenn es nicht ganz 30 werden, ist jetzt auch nicht so wild. Okay, okay. Dann, nee, nicht in die Stadt, sondern in die Minen. Und hier können wir eigentlich gleich von oben beginnen, ne? Okay, war nicht die beste Idee. Naja, kriegen wir noch ein paar Geoden, auch nicht schlecht. Komm, wenn wir schon mal da sind, muss Kupfer auch mit. Aus dem Kupfer können wir schließlich Eisen machen. Saps. Cherry Bomb. Noch eine Cherry Bomb. Und eine Krabbe. Ja gut, da unsere Winter, unsere Einnahmequellen im Winter doch ziemlich begrenzt sind, die Steine nehme ich jetzt wirklich mal alle mit. Beziehungsweise zumindest die großen. Die hier könnten wir eigentlich auch mitnehmen. Ist auch immer ein Stein drin oder zwei. Genau, da unsere Einnahmequellen ja jetzt im Winter doch ein bisschen beschränkt sind, bin ich natürlich froh über jedes Stück Wertvolles, was wir so finden. Gut, aber wir haben uns ja von Anfang an gesagt, dass der Winter... Oh, ein Earth Crystal. Dass der Winter vorrangig dazu genutzt wird. Jetzt kann ich eigentlich mal die Cherry Bombs hier einsetzen. Mhm. Oh ja. Macht schon, macht schon, macht schon. Okay. Genau, wir könnten eigentlich, wenn es danach geht, auch ein paar Bomben bauen, ne? Und damit ein bisschen was freispringen. So, haben wir denn hier irgendwo was zum Buddeln? Natürlich nicht. Aber eine Leiter. Warte. Geht doch. Hier ist was zum Buddeln. Eine, 2 Cave Carrots. Steine. Steine. Genau, dann können wir nämlich wirklich mal ein paar von den Leitern bauen. Slimes töten wir natürlich unterwegs auch alle. Für unser Achievement. Oh. Ah, guck mal. Sowas. Für unser Achievement. Was heißt Achievement? Wir kriegen ja... Na. Wir kriegen ja... Belohnungen für so und so viel getötete Schädlinge, sag ich mal. So, Earth Crystal. Ach ja. Hier nichts zum Buddeln. Man müsste halt echt die Szenerien ein bisschen besser kennen, dann könnte man da echt effektiver vorgehen, aber irgendwie ja, nicht so ganz mein Thema. Aua! Warum tut es das? Ach so, genau, wir haben ja in der letzten Folge, würde ich eigentlich glatt mal gucken, wir können ein Iridium Band herstellen. Das ist ein Ring. 5 Iridium Bars, Solar Essenzen und Void Essenzen. Glows Attack... Was? Attacks Items and Increases Attack Damage by 10%.
attracts items. Was heißt denn attracts? Moment. Das kann ich kurz googeln. So, attract. Zieht an, okay. Gut zu wissen. Zieht an. Was haben wir hier noch sonst so? Ring of Yoba. Shields the Wearer from Damage. Das war eigentlich auch gar nicht mal so blöd in der Dings drin. Was haben wir hier? Cuts Duration. Ja, okay, das ist nicht so. Occasionally infuses the Wearer with Warrior Energy after slaying a monster. Ah, okay, das bufft uns also, wenn wir irgendwas getötet haben. Okay, ich würde echt mal sagen, wir bauen mal so ein Iridium Band. Sobald wir genug Iridium zusammen haben. Und so ein Ding. Ring of Yoba. Wenn der uns ein bisschen schützt, wäre, glaube ich, gar nicht mal so verkehrt. Und sonst noch Garlic Oil. Drinks this and weaker monsters, also schwächere Monster, werden uns meiden. Wäre eigentlich gar nicht mal so schlecht, ne? Aber ich weiß nicht, ob das in der anderen Höhle noch Sinn macht. Also wie ich das sehe, gibt es da keine schwächeren Monster. Aber ich kann mich natürlich irren, das weiß man ja nicht. Ah ja. Ich brauche viel mehr Cave Carrots, Leute. Viel, viel mehr. Das ist eine Leiter, das ist gut zu wissen. Ich glaube, sonst gibt es hier auch nichts. Gehen wir weiter runter. So, nehmen wir natürlich mit. Naja, um Knoblauchöl herstellen zu können, müsste man natürlich auch erstmal Knoblauch kriegen, ne? Kann man nämlich so... Oh, Dwarf Scroll 2. Warte mal, was steht denn da? Okay. Ich glaube, die haben wir schon. So. Na, was wohl. Das war etwas daneben, aber naja. Okay, leider nichts mehr dabei gewesen. Holz. Wie viele Steine haben wir denn schon? 126. Ah ja, wunderbar. Ah ja, Ebene 10. Sind wir doch schon ein Stück gekommen. Okay. Ernsthaft. Probiert's nur. Na. So. Ja, den Slime nehmen wir auch mal gleich noch auseinander. Der nervt uns sonst nur. Cave Carrot. Wollte ich eigentlich nicht so. Egal. So. Cave Carrot. Clay. So viel Clay brauchen wir eigentlich gar nicht. Aber klar, ist auch nicht schlecht, das zu haben, ne? Das ist das andere. Skeleton Tail. Ach ja. Clay. Das
Also ihr seht schon, es gibt jede Menge... Oh. Die Ebene suche ich noch fertig ab. Also hier zumindest mache ich noch mal. Und dann geht's auch wieder ins Bett. Es wird langsam spät. Okay, dann können wir wieder ins Bett gehen, halt. Nee. Backmeat. Kupfer. Jetzt wird's wirklich langsam spät. Leave the mine. Und dann zum Busstop. Wenn ich mich recht erinnere, genau, steht unser Pferd und wartet brav auf uns. Da war ein nachtaktiver Hase. Und gut. Gucken wir mal, was wir hier so... Den Earth Crystal... Das. Wo habe ich denn das her? Naja. Das hier und das hier und die Crabs und... Genau. Den Rest behalten wir. So, dann nehme ich mal in den Kühlschrank noch das hier und das hier. Und dann machen wir doch gleich nochmal 18 Root Patterns. Jetzt brauche ich noch 4, aber ich glaube 26 reichen auch. Das ist bloß so eine grobe Richtungsvorgabe, sage ich mal, die 30. Foraging. Ah, die Snow Gems, okay. Was haben wir hier? Skeleton Tail. Tatsache, hat doch so viel gebracht. Nicht schlecht. So, okay. Naja, 3000, fast 3500 ist okay.